Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher. So schnell kann es gehen und schon wieder bin ich da. Wieder mit dem Thema Fitness over 50. Für alle, die schon über 50 sind, die auf die 50 zu sind. Männlich, weiblich, das ist völlig egal. Ich liefere euch den perfekten Content. Und ja, da ist natürlich jetzt im Moment die nächste Frage. Viele kommen, machen seit Jahrzehnten keinen Sport mehr und sagen, jetzt möchte ich endlich wieder in den Sport einsteigen. Endlich bin ich bereit und möchte mich verändern, ich möchte meinen Lifestyle ändern und möchte sofort loslegen. Häufigster Fehler bei solchen Dingen ist folgendes: kein Zeitmanagement. Das heißt, ich gehe, oder die vielen kommen zu mir und sagen, so, jetzt gehe ich die nächsten, ich will sofort 5-mal in der Woche ins Fitnessstudio. Boah, ich möchte alles machen, ich muss Körperfett reduzieren, ich möchte Muskelmasse aufbauen, ich möchte mobiler werden, muss alles funktionieren. Und zwar jetzt, und zwar pronto. Puh, da haben wir schon mal ein Problem, dass wenn ihr schon so lange nicht mehr im Sportbereich aktiv war, dann solltet ihr definitiv nicht gleich mit 5-mal anfangen. Einfach erstmal dosieren, 2-3 Mal pro Woche, 45 bis 60 Minuten das erste Training, ein paar Wochen lang, 6, 8, 10 Wochen lang. Dazu ganz wichtig, jetzt kommt eine mega wichtige Info. Ihr braucht ein sauberes Zeitmanagement. Und zwar, wann gehe ich trainieren? Tageszeit und den Tag, den Wochentag definieren, in euren Plan einschreiben, wann ihr trainieren geht, wie lange ihr Zeit habt und dann für 4 Wochen im Terminkalender genau diese Termine blocken. Und diese Termine sind verbindlich, da wird gegangen, wird alles andere außenrum dazu aufbereitet. Das heißt, an diesem Tag kann nichts dazwischen kommen. Ob man morgens, mittags und abends trainieren geht, das hängt davon ab, wie ihr strukturiert seid. Da gibt es in Kürze auch noch ein Video dazu. Wichtig ist, ihr müsst euer Zeitmanagement auch im Bereich der Fitness optimal betreiben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Erfolg habt, viel höher. Viel, viel höher. Weil ihr wisst, dienstags, donnerstags und freitags abends oder mittags oder morgens um die Uhrzeit gehe ich trainieren. Nächster wichtiger Tipp ist, was trainiere ich? Ich muss fixieren, was ich trainiere. Ihr braucht einen Plan. Und wenn ihr einen Plan braucht, dann müsst ihr vielleicht eine Idee haben, wo soll es denn hingehen, was habt ihr denn vor? Wie möchtet ihr euch entwickeln? Muss Körpergewicht runter? Wie viel muss runter? Wann möchte ich dieses Körpergewicht unten haben? Also ganz wichtig, Zeitmanagement, wann gehe ich trainieren, Tageszeit und der Wochentag für 4 Wochen vorplanen. Und ihr müsst wissen, was ihr trainiert. Welche Übungen werden gemacht? Welche Wiederholungszahlen werden gemacht? Wie lang sollen die Pausenzeiten sein? Und vor allem, wie lang soll der Satz dauern? Was mache ich als erstes, was mache ich als zweites? Mache ich zum Abschluss ein Cardio-Training, welche Art von Cardio? Brauche ich ein Warm-up, brauche ich einen Cooldown? Muss ich mich stretchen, muss ich mich mobilisieren? Das sind alles Infos, die solltet ihr euch einholen. Und dazu solltet ihr entweder in ein super gutes Fitnessstudio sein, wo ihr mindestens 4, 5, 6 Mal am Anfang betreut werdet, wo ihr alle 8 bis 10 Wochen einen neuen individuellen Trainingsplan bekommt. Oder ihr engagiert einen guten Personal-Trainer und beim guten Personal-Trainer solltet ihr darauf achten, der braucht einfach einiges an Jahren Erfahrungszeit. Wenn ihr selber über 40 an die 50 geht und es kommt ein Personal-Trainer, der ist 21, 22, 23 und hat seit einem Jahr Erfahrung, dann kann es verdammt schwierig werden, weil er wahrscheinlich nicht eure Sprache spricht und sich nicht in einen 50, 40, 50er reinversetzen kann. Deswegen, Freunde, denkt dran, wenn ihr einsteigt, die Planung muss stimmen, das Zeitmanagement muss stimmen. Und da gibt es auch wieder in Kürze ganz viele wertvolle Infos. Bis dahin, Freunde, denkt dran, deine Fitness, meine Aufgabe, Personal Trainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe.